Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Multiplayer mit mir und dem Verteiler-Chief. Dabei ist der Mad Max, die Horror, der Tennis-Gator, der TLD-Wider, der Verteiler-Chief. Da könnt ihr übrigens auch dann das Spiel aus seiner Sicht sehen. Videobeschreibung ist unten, Link ist unten in der Videobeschreibung. So, Destroy, der Aschenfußball, der Epic Crafter HD, Ice Cube, der Rasse, ich und der Blizzard. Unser kleiner Kudelmann. Wir spielen Extraction auf Exil. Ihr hört gleich nur noch die Leute, die in meinem Team sind. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das mal von der anderen Seite zu sehen, einfach unten in der Videobeschreibung auf den Videolink klicken. Und die Aufnahme findet gerade bei unserem Spielermittag statt, wo... Ja, und da ist er weg. Also jetzt seht ihr hier das ganze Spiel aus der Perspektive des roten Teams. Ich freue mich ganz persönlich, denn jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, mit der Horror in einem Team zu spielen. Das bedeutet, ich werde vielleicht diesmal nicht ganz so häufig sterben. Und ja, Extraction ist der Game-Modus hier bei uns am Videospielen-Nachmittag. Und los geht es auch schon mit dem Warthog. Wartet noch auf mich! Und hier werden wir auch schon direkt behobelt. Und da haben wir schon den ersten Kill. Und hier werde ich auch schon direkt platt gefahren. Hervorragend, so muss das sein. Und hier schmeißen wir mal eine Granate rein. So. Und hier noch eine. Und da hat mich der Blizzard doch direkt mal gelegt, der fiese Lümmel. Kleiner Frechdachs. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Nicht hupen, sondern fahren. Sorry. Also Chief, wirklich. Ja, mein Gott. Hör mal. Ist die Hitze des Gefechts. Wie Enemy Extracted Alpha. Was ist das denn? Okay, also ich bin noch nicht so ganz vertraut mit dem Spieltyp. Deswegen verzeiht mir hier meine Planlosigkeit gerade so ein bisschen. Okay, hier muss man auf jeden Fall planten. Ja, ich hab's noch, glaube ich, geschafft, oder? Weiß ich nicht. Doch, ja, hervorragend. Aus einem Warthog? Also ich habe bei C habe ich den Beacon gesetzt. Verdammt. Brauche Muni! Einfach eine Granate reinwerfen in die Scheiße. So, schön hier mit der Granate den Kerl gelegt. Da ist auch schon der nächste. Ah, da ist der Pets. Ja, jetzt kommt es hier zum Showdown zwischen den beiden Let's Playern. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel aus der anderen Perspektive sehen wollt, dann guckt in seinen Kanal. Und hier ist schon wieder so ein Sniper-Hoshi, der Rasse. Ganz neu im Spiel. Kann ich jetzt schon sagen, mit der Sniper gelegt. Das ist jetzt, langsam geht es an die Ehre. Mal gucken, ob wir den nicht vielleicht irgendwo noch finden. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie an B ranschleichen können. Wenn ich den Weg finde. Ah, shit, 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 shit. Scheiße. Ah, naja, das war nix. So, hervorragend. Jetzt haben wir C gesichert. Jetzt müssen wir nur noch B irgendwie versuchen zu kriegen. Ach. So, B ist schon gesetzt. Kacke. Das müssen wir noch 10 Sekunden hier behalten. Gucken, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Sauber. Das haben wir gefischt. Nein! Verdammt! Ich dachte, ich hätte ihn noch gebasht, aber das hat nicht funktioniert. Ja, und hier sieht man auch schon wieder die Horror direkt volle Kanne. Ich hab Delta aktiviert. Sehr gut, sehr gut. Glaube ich. Ja, 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 das ist auf jeden Fall auf Beschützen gesetzt. Ja, hab ich.
Okay, und der Gegner ist schon bei E. So, da hinten haben wir auch schon den Rasse. Der ist schon wieder am Snipen. Der kleine Lümmel, passt auf, wenn ihr hier steht, weil da hinten ist der Rasse auf jeden Fall am Snipen. Und hier ist der Blizzard. Der Teiler, ich will zu dir. Ah, Vorsicht, Vorsicht, hier kommt einer in der Tarnung. Das war natürlich jetzt eine ganz, ganz miese Aktion. Ja, haben sich gut abgesprochen. Sehr gut. Oh, Vorsicht, hier kommt der Nächste. Nein! Fuck! So. Jetzt hast du es geschafft. Eieieiei. Jetzt hast du es deaktiviert. Ich nehme an, Jenny hat gerade so geschrien, weil der Pet sie gekillt hat. Aber, ah, verdammt, jetzt bin ich auch tot. Ja, weil ich kurz beim Wahnsinn war. Ja. Ah, shit, wir werden, jetzt wird gerade E eingenommen. Mann! Okay, jetzt müssen wir gucken. Nein! Oh, Kacke. So. Ich hab E geholt. Nein, hab fast den Pet gekillt. Achtung, da kommt jetzt jemand hoch. Okay, sehr gut. Da unten eiert Pet rum. Ja. So, das haben wir. Ah, jetzt wird's aber knapp hier. Jetzt wird's langsam echt heiß. E ist hart umkämpft. Wird heftig schwer. Sauber. Das war mal sehr gut. Schönes Teamplay. Echt. Nähert sich einer. Nein. So, und da haben wir auch den Blizzard gekillt. Und jetzt versuchen wir noch schnell A zu sichern. Haben wir gemacht. Jetzt wird's echt langsam richtig heiß. Gewinn. Nein. Alter Schwede. Oh. Kinders. Ey, langsam ist es richtig heftig hier. Ich find's gerade richtig cool. Der Modus gefällt mir richtig gut. Aber leider kommt man relativ schwer zum Kommentieren. Oh ey, die kommen alle mit allen Mann auf A. Um das Ganze so ein bisschen zu entzerren, schlüpfe ich mal ganz schnell zu B. Wo ist denn B eigentlich? Verdammt. Verdammt. Das war's dann mit B. Sauber. Sehr gut. Ja. Bitte die Führung. Wir sind doch rot, oder? Ja. Ja, toll. Ja, da. Verdammt. Ja, das war natürlich jetzt ein Fehler. Gestorben? Ja. So, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir C halten. Und die versuchen bei D irgendwie auf jeden Fall zu... Genau. Juhu, hab Pet getötet! So. Nein. Was ist los? Was ist los? Gibt's Schwierigkeiten bei C? Wenn ja, sag Bescheid. So. Schnell mal einen Schütze hingesetzt.
Sehr gut, sehr schön gemacht. Hervorragend. Der Destroy passt auf jeden Fall richtig gut hier auf D auf. Der ist verlässlich. Gleich wieder da. Okay. Jetzt müssten wir aber auch gleich hier mit D durch sein. Das keine Mutter sauber. Mehr. So, und damit hätten wir es gewonnen. Das war knapp. Echt heiß. Sehr geiles Spiel. Genau, wenn ihr das andere Team sehen wollt, auf jeden Fall bei Serious Pet auf den Kanal gucken. Da ist auch wieder das andere Video. Richtig. Genau. Wenn ihr den Verteiler Chief sehen wollt, dann beim Verteiler Chief gucken. Boah, war das ein knappes Spiel. Heilige Alter Schwede. Ey, hammer geiler ja, Modus. Den finde ich richtig geil. Das ging richtig gut zur ja. Sache. Bock, ne? Ja, weil es halt so ist, bei dem ist es halt im Gegensatz zu dem Dominion, beim Dominion läuft das ja quasi einfach immer, bleiben die Punkte. Ja. Und wenn, da musst du die wirklich versuchen, komplett zu halten, damit du einen Punkt kriegst. Ja, vor allen Dingen, dass halt gleichzeitig mehrere Punkte irgendwie auch eingenommen werden können, gibt dem Spiel halt auch unheimlich viel Chaos-Effekt. Und, es ist total cool. Es erinnert mich tierisch an Rush, den Rush-Modus in Battlefield 3.